Die Beerdigung ging ihrem Ende zu. Angsterfüllt umstanden die Bewohner der kleinen schottischen Insel das Grab. Craig Thompson, der Kirchenälteste, hielt die Trauerrede. Wir übergeben die sterblichen Überreste unseres geliebten Paters Rubanus der Erde. Erde zu Erde. Erde zu Erde. Asche zu Asche. Asche zu Asche. Staub zu Staub. Staub zu Staub. Was machen wir jetzt, Vater? Wir müssen den Kampf weiterführen. Und wie? Vater Rubanus hat gewusst, was zu tun ist. Er hat es mir gesagt. Gesagt. Und was hilft uns das? Er hat Hilfe angefordert. Bis die kommt, sind wir doch schon alle tot! Was sollen wir jetzt machen? Ich weiß gar nicht. Ich weiß nicht, wie ich weg. Ihr höheren Leute! Wer die Insel verlassen will, in einer halben Stunde geht das letzte Schiff für lange Zeit! Ich komme mit! Ich will ja, ich auch. Los, Kinder, holt die Sachen schnell! Sachen, los, hier, hier. Schnell, komm, das ist das Schiff weg! Schnell, so macht euch! Nun macht doch zu, wir müssen weg! Wir müssen weg! Sie sind fast alle gegangen, Ruth. Sie haben Angst. Du kannst es ihnen nicht verdenken, Vater. Hast du keine Angst, Ruth? Doch. Pater Rubanus hat mir noch einiges über die Vampire sagen können. Aber er wusste aus jahrelanger Erfahrung, wie er mit ihnen umgehen musste. Er hat es mir gesagt. Ach, das ist nicht dasselbe, Vater. Ich muss wenigstens so lange versuchen, bis die Hilfe kommt, die er angefordert hat. Heute ist der Tag, an dem Pater Rubanus immer in den alten Leuchtturm gegangen ist. Und niemand ist gekommen. Ja, dann muss ich eben gehen. Und wenn du einen Fehler machst? Ich kann nur beten, dass ich keinen mache. Es kommt Sturm auf. Ja, was? Was hat das damit zu tun? Dass das Schiff nicht mehr anlegen kann, wenn der Sturm zu stark ist. Ich warte bis zum Abend. Vielleicht kommen sie doch noch. Darauf kannst du dich nicht verlassen. Ach, es gibt keine andere Wahl. Wenn du unseren Feinden nicht rechtzeitig entgegentrittst, bringen sie Tod und Verderben über uns alle. Viele, die uns helfen könnten, sind nicht zurückgeblieben. Aber die wenigen vertrauen jetzt dir. Ja. Ja, ich darf sie nicht enttäuschen. Lass uns gehen, Vater. Ja. Hier können wir doch nichts mehr tun. Ja. Es ist Zeit. Es wird schon dunkel. Ich fürchte mich, Vater. Lass uns bitte mit den anderen die Insel verlassen. Dazu ist es wohl jetzt zu spät. Dann ist unser Schicksal entschieden? Ja. Ja, das ist es. So oder so. Der Sturm hatte gewaltig aufgefrischt. Regenschauer peitschten über das Eiland, als Craig Thompson den alten Leuchtturm ansteuerte. Es war viele Jahre her, dass er hier als Wärter das Licht bedient hatte. Und danach fand sich niemand mehr, diesen Dienst zu versehen. Plötzlich war Unheil über die Insel gekommen. Vampire. Doch glücklicherweise wurden sie von Pater Rubanus in den Leuchtturm verbannt. Was für ein entsetzliches Wetter. Was war das? Eine Teufelsfatze? Ja. Komm nur weiter. Wir bringen dich um. Das könnt ihr nicht. Wir sind sieben und er ist allein. Pater Rubanus hat mir gesagt, wie ich euch bannen kann. Du kannst es nicht.
Du hast es vergessen. Wir holen ihn. Nein, nein! Ihr kriegt mich nicht, ihr verdammten Vampire! Das ist ja grauenhaft. Mit diesen Blutsaugern werde ich nicht fertig. Wenn die Hilfe nicht bald kommt, dann weiß ich nicht, was ich tun soll. Craig Thompson hatte sich auf die Außengalerie des Leuchtturms gerettet. Völlig entnervt lehnte er sich gegen die Wand. Er glaubte, der Gefahr entronnen zu sein. Und so bemerkte er die weißen Krallenhände nicht, die sich aus dem Fenster hinter ihm langsam seinem Hals näherten.